Herzlich willkommen zur Sendung des Fernsehkurses. In folgenden Beiträgen möchten wir Ihnen die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten unserer Stadt Göttingen vorstellen. Durch die Einführung des Kulturtickets im Jahre 2012 wird den Studierenden ein attraktiver und günstiger Zugang zur Kultur geboten. Leider wissen viele Studierende wenig Genaues darüber. Die Universität Göttingen. Für die ca. 20.000 Studierenden gibt es seit Wintersemester 2012/13 das Kulturticket. Doch was ist das eigentlich? Keine Ahnung. Ja, damit komme ich zum Beispiel ins Göttinger Symphonieorchester für 1 Euro. Das ist so ein Ticket, mit dem ich noch nie was angefangen habe und noch nie wahrscheinlich nie was anfangen werde. Kneipen würde ich annehmen, weil Städten besuchen die ja gerne. Ich kann nicht mal genau sagen, was das ist, aber ich finde es toll, dass wir das haben. Ach ey, das Kulturticket ermöglicht es uns, vergünstigt in Museen und Theater und alles mögliche hier in Göttingen zu kommen. Damit kommt man günstig ins Theater, oder? Um diese Fragen zu klären, haben wir mit dem Kulturticketbeauftragten des AStA gesprochen. Das Kulturticket ist quasi wie das Bahnsemesterticket, ein Semesterticket eben, mit dem Studierende vergünstigt oder auch kostenlos kulturelle Angebote in Göttingen und im Umland nutzen können. Aber was genau kann man damit machen? Das ist ein relativ umfangreiches Programm. Das reicht von den drei Göttinger Theatern, beispielsweise im Deutschen Theater, wo es kostenlosen Eintritt an der Abendkasse gibt. Aber auch im Jungen Theater kann man die Vorzüge des Kulturtickets nutzen. Die Eigenproduktionen laden mehrmals im Monat zum kostenlosen Besuch ein. Das Theater im OP ist ebenfalls kostenlos. Aber wie kommt man an das Ticket? Das ist ja ganz simpel, bei der Immatrikulation gibt es ja den Studienausweis quasi direkt dazu. Da steht dann in der Regel direkt Semesterticket mit drauf und wird halt jedes Jahr verlängert, wenn man seinen Studienbeitrag neu geleistet hat an diesem Aufwärter am Glaskasten. Nicht nur Göttingens Kultureinrichtungen bieten Vergünstigungen. Gleich neben dem Campus geht das Kulturprogramm weiter. In diesem Gebäude residiert die Gipsabdrucksammlung des Archäologischen Instituts. Hier gibt es fast 2000 Exponate zu bestaunen. Die Sammlung ist die weltweit älteste ihrer Art. Im Auditorium stellt die Kunstsammlung der Universität ihre Schätze aus. Hier hängen unter anderem Werke von Dürer, Rembrandt und Botticelli. Die ethnologische Sammlung der Universität ist international bekannt durch die Cook-Forster-Sammlung. In diesem denkmalgeschützten Gebäude befindet sich die Instrumentensammlung der Musikwissenschaften. Neben Instrumenten aus aller Welt setzt die Sammlung auch einen Schwerpunkt auf Exponate aus Europa. Die kulturellen Angebote der Stadt und der Universität sind also mannigfaltig. Für gegenwärtig 7,60 Euro gibt es dort zahlreiche Vergünstigungen. Und so können Studierende halt möglichst günstig das kulturelle Angebot Göttings nutzen. Und, wird's genutzt? Ich war schon mal im Theater. Ja, das war's. Na, dann ist doch alles klar. Neben dem Kulturticket ist Göttingen auch im sportlichen Bereich gut aufgestellt. Der nächste Beitrag zeigt die Göttinger Fußballkultur und ein Event, welches jedes Jahr tausende Studierende auf den Rasen lockt. Mittwoch, 14 Uhr. Aufbruchstimmung in der Universitätsstadt Göttingen. 25 Grad im Schatten. Es gibt für alle nur ein Ziel. 2000 Menschen, ein grünes Stück Rasen. Und einer von ihnen ist Jasper, Politikstudent und begeisterter Fußballspieler. Das Sportinstitut der Universitätsstadt Göttingen am Sprangerweg 2 bietet die besten Voraussetzungen für ein sportliches Großereignis. Dabei begegnen sich 90 Teams in der deutschlandweiten Uniliga! Dieser Tag bietet für viele Göttinger Studierende einen Ort der Zusammenkunft und Gelassenheit. Dem alltäglichen Lernstress wird hier die rote Karte gezeigt. Ich bin Lars, bin im 8. Semester, studiere Deutsch und Geschichte auf Lehramt. Ich bin der Trainer des Teams. Wir haben uns personell noch mal ein bisschen verstärkt, mal den einen oder anderen Neuzugang verpflichtet.
Und auch seit dieser Saison mit unserem neuen Dress hier kann man hier bewundern, also ganz schönes Blau. Ein paar aus verschiedenen Mannschaften, die kennt man auch, aber so jeden Einzelnen oder jede Mannschaft, die kenne ich hier nicht. Ich bin wegen eines Kollegen hier im Rahmen von der Uni und dass so viele verschiedene Mannschaften hier spielen können. Und nach der Gründung der Uniliga 2005 wurde das Fußballturnier von Göttingen aus in 16 weiteren Städten ausgespielt. Mit 90 angemeldeten Teams zeigt sich in der Gründungsstadt die größte Euphorie und Leidenschaft für das Fußballkonzept. Initiator und Vater der Uniliga ist der 33-jährige Christoph Köchi. Ja, ich habe 2002 in Göttingen angefangen, Sport und Politik zu studieren und einfach zum Hochschulsport gegangen, Platz angemietet und natürlich nicht damit gerechnet, dass sich dann 48 Mannschaften im ersten Jahr anmelden. Und so war die Idee geboren und seitdem ist die Begeisterung ungebrochen. Also 2008 war dann der Startschuss zu diesem deutschlandweiten Projekt. Da haben wir uns dann die Uniliga GmbH gegründet, um dem Ganzen auch so ein Fundament zu geben. Uniliga funktioniert immer dann, wenn es einen Verrückten gibt, der bereit ist, ein bisschen Herzblut in das Projekt zu stecken. Auch im nächsten Jahr wird die Uniliga wieder viele Göttinger begeistern. Mit von der Partie wird auch wieder Jaspers Mannschaft sein. Er freut sich bereits auf die nächste Saison. Herzblut braucht's beim Fußball. Schwimmwesten im nächsten Beitrag. Viel Spaß bei etwas, das Sie vielleicht noch nicht kennen. Der Kiessee ist in Göttingen vor allem als idyllisches Naherholungsgebiet bekannt. Aber eine Gruppe junger Sportler verbindet mit dem See im Süden Göttingens vor allem Spaß und Action. Man sollte eine Affinität zu Wasser haben. Ein bisschen Ausdauer sollte man auch haben. Auch noch der Ball ins Spiel, das heißt, man hat sehr, sehr viel koordinativ zu leisten, was Boot, Stellung des Bootes, Paddel und Ball angeht. Auf dem 35 Meter langen Feld spielen 2x5 Polos, wie sie sich selbst nennen, 2x10 Minuten gegeneinander. Will man Kanu-Polo spielen, braucht man eine Spritzdecke, um eindringendes Wasser abzuhalten, eine Schwimmweste, die Spieler auch vor schmerzhaften Stößen schützt, einen Helm mit Gittervisier und natürlich ein Kajak und ein Paddel. Die Randsportart Kanupolo birgt für jeden seinen eigenen Reiz. Warum? Ich weiß nicht, ich habe ein gewisses Talent irgendwie dazu und es ist alles, ach, ich weiß auch nicht, man muss halt so ein bisschen mehr haben als nur beim Fußball irgendwie und es macht ja auch nicht jeder, dadurch ist es irgendwo ja auch interessanter. Und ja, weiß nicht, auch dieses Werfen und Paddeln. Allein, dass man zwei Sachen zur gleichen Zeit machen muss, ist einfach total witzig. Und auch so mit einem Team was zu machen. Du wächst mit deinem Team so toll zusammen, das bringt echt Spaß. Man lernt dauernd neue Leute kennen. Und man kann auch einfach mal woanders mitspielen. Also ich finde die Intensität einfach cool. Also ich mag schon Sportarten mit Körperkontakt. Hier geht es halt ordentlich zur Sache. Außerdem finde ich es halt cool, dass man auf dem Wasser ist. In Göttingen gibt es für alle Leistungsstufen verschiedenste Trainingsmöglichkeiten. Das war ja total unspektakulär, das muss man mal gemacht. Ich auch. In Göttingen haben wir wirklich sehr viele Freizeitleute, die halt gerne einfach so ein Polo spielen, ohne großen Druck, nur zum Spaß, ein bisschen rumdaddeln. Nach dem Training entspannen dann auch die Polos gerne noch ein wenig gemeinsam. Mit Blick über den abendlichen See. Das war's schon. Wir sagen Tschüss.